Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir machen heute meine Base-Routine. Einige von euch haben sich das gewünscht und wollten endlich mal sehen, wie ich dann meine Base-Routine mache. Meine Augenbrauen-Routine und meine Augen-Routine findet ihr in einem separaten Video, weil ich einfach denke, dass ich somit genug Zeit habe, euch alles zu erklären, bis ins kleinste Detail zu gehen und euch vor allen Dingen alle Produkte zu nennen, die ich für die jeweilige Positionen in meinem Gesicht verwende oder vielleicht auch mal austausche. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Base-Routine. Ich muss gleich nochmal auf meine Augenbrauen eingehen, deswegen muss ich gleich nochmal rausswitchen. Aber wir starten jetzt erstmal mit der Base. Als Untergrund unter meinem Make-up benutze ich entweder von L'Oreal die Revitalift Laser mal 3 Lichtschutzfaktor 25 Creme. Ich liebe die als Untergrundbase. Ich mag die wirklich richtig, richtig gerne. Und darüber benutze ich entweder von Catrice The Smoother Plumping Primer Konzentrat oder von NYX diesen Angel Veil Primer. Ich mag den sehr gerne, ich habe nur ein Problem mit dem. Vielleicht kennt ihr das auch. Und zwar nach einer gewissen Zeit, wenn ich den vorher nicht schüttle, kommt erstmal oben meistens immer so ein bisschen Flüssigkeit raus und ihr habt so kleine, wie soll ich das sagen, wie so kleine Mini-Grießkörner dazwischen und das nervt mich manchmal. Deswegen bin ich den momentan nicht ganz so oft am Benutzen und ich hatte ein PR-Paket bekommen von MAC und zwar war da einmal der Hyper Real Ceramizer drin, finde ich sehr nice, und einmal der Studio Radiant Moisturizing Illuminating Silky Primer, finde ich auch sehr nice. Die beiden in Kombi benutze ich auch sehr gerne. Ich mache das immer tagesformabhängig, also bei mir gibt es da wirklich keine bestimmte Routine, wann ich was benutze. Ich mache das immer, wie ich gerade Lust habe. Ich finde, die Creme hier ist eigentlich ein bisschen besser noch pflegend, deswegen werde ich die heute einfach benutzen, damit ihr einfach so gesehen die Drogerie-Version dann habt. Ihr seht, ich habe die auch schon echt gut benutzt und vor allen Dingen, ich mag die im Sommer, weil die halt wirklich diesen Lichtschutzfaktor mit drin hat. Ich wünschte, die würden die noch in einer Version mit 50er SPF rausbringen, weil ich trage im Alltag eigentlich nicht so gerne Lichtschutzfaktor. Beziehungsweise habe mich, um ehrlich zu sein, noch nicht darum gekümmert, das dann unter meiner Foundation oder meine alltägliche Pflege mit reinzubringen. Ist aber auch ein Punkt, der auf meiner To-Do-Liste steht, dass ich das jetzt endlich mal in Angriff nehme. Falls ihr gute Lichtschutzfaktoren kennt, die ich auch unter Make-up tragen könnt, könnt ihr mir das gerne mal unten reinschreiben. So, die Creme trage ich wirklich überall auf. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, ich war eben Sonne, deswegen kann es sein, dass ich leicht gerötet bin in meinem Gesicht. Und ich habe noch eine Sache, und zwar, ich habe momentan relativ schnell Ausschlag hier in diesem Bereich. Das ist der Grund, weshalb ich momentan auch kein Highlighter in meinem Dekolleté trage. Deswegen kann es sein, dass meine Foundation nicht zu 1 Milliarde % nachher an meinen Hals angepasst ist. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir, weil ich einfach nicht riskieren möchte, dass ich momentan Ausschlag kriege. Dann benutze ich einmal den Primer von Catrice. Den trage ich mir meistens einmal hier so ein bisschen auf. Auch nicht zu viel. Einfach so, seht ihr das, so eine kleine Linie. Reibe das zwischen meinen Fingern, meistens zwischen denen. Und dann gebe ich mir das Ganze einmal an mein Kinn, an meinen Wangen und vor allen Dingen an meinen Nasenbereich. An den Wangen hier. In diesem Bereich ganz wichtig, dass ihr nicht zu nah unters Auge geht. Und zwischen meine Augenbraue und auf meine Stirn. Wenn ich das gemacht habe, kommen wir auch schon zur Foundation. Und da wisst ihr mittlerweile, ich benutze immer verschiedene. Und ich wollte heute mal was ausprobieren, werde euch aber meine Standardkombination trotzdem sagen. Und zwar benutze ich meistens zu 99% der Zeit von L'Oreal das Perfect Match Serum in der Farbe 2 bis 3 hell. Ich liebe diese Foundation. Ich mag, dass die nicht zu schwer auf der Haut liegt. Die ist wirklich sehr, 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 sehr flüssig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die ist wirklich super, super flüssig. Und die lässt sich toll verteilen, toll einarbeiten. Lässt das Hautbild aber trotzdem noch durchscheinen. Lässt sich aber dennoch auch aufbauen. Ich habe letztes Mal die BB Cream von Garnier getestet. Und ich muss sagen, ich mag die wirklich richtig gerne. Also die würde ich sogar auch in meine normale Foundation-Routine mit reinnehmen. Die gefällt mir richtig gut in der Farbe Medium. Falls ihr mehr Coverage haben wollt, benutze ich von Catrice HD Liquid Coverage die Foundation in der Farbe Hazelnut Beige. Mag ich auch richtig gerne. Also richtig, richtig tolle Foundation. Vor allen Dingen, wenn ihr Bilder oder Videos machen wollt. Ich weiß jetzt nicht, wie die im Fernsehen funktioniert. Die ist auch dickflüssiger, seht ihr das? Die ist viel dicker. Aber die ist wirklich toll. Also gerade wenn ihr Bilder macht, ihr seht aus, als hättet ihr einen Filter drauf und ich liebe das.
Und dann benutze ich gerne die Fit Me Foundation in der Farbe 105 und in der Farbe 250. Die mische ich mir meistens zusammen, damit ich einfach meine perfekte Farbe habe. Und ich würde sagen, wir nehmen heute mal die Fit Me Foundation, weil die habe ich eine Ewigkeit nicht mehr benutzt. Und werde mir die mal zusammenmischen, denn ich wollte mal gucken, daher, dass ich heute nur zu Hause bin, kann ich so einen kleinen Test machen, wie es ist, wenn ich mehr hiervon reinmische, weil ich ja auch mittlerweile ein bisschen brauner werde. Und wie es aussieht, wenn ich dann helleren Concealer benutze, weil ich die letzten Male das Gefühl hatte, meine Foundation ist mir einfach ein bisschen zu hell. Was zusätzlich aber auch noch mit am Puder liegen kann, was ich natürlich auch benutze. So, ich gebe mir dann ein bisschen Fit Me Foundation auf jede Stelle drauf und mische mir das, wie gesagt, zusammen. Ich mache das auch immer nach Gefühl, also ich mische da jetzt nichts auf meinem Handrücken, sondern ich mache das wirklich richtig nach Gefühl. So, dann kommt noch ein bisschen helle Foundation dazu. Oh, ein bisschen helle Foundation, damit es nicht ganz so dunkel ist. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel die Fit Me mit der Catrice oder so mischen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich könnte aber, wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Wir machen jetzt mal wirklich einen richtigen Test. Und zwar nehme ich von L'Oreal die Serum Foundation und gebe mir, oh, upsie, das wäre schlecht, weil das ist auf meiner Jogginghose gelandet. Und gebe mir davon auch noch ein bisschen hier rein, dass ich wirklich so einen guten Mix an Farbe habe. Und ihr seht auch, die Perfect Match Foundation ist wirklich der schönste Foundation-Ton, den ich je hatte. Ich liebe die Farbe. Mann, ich wollte mich doch nicht bekleckern. Dann nehme ich meinen Sponge und werde mir das Ganze einarbeiten und verteilen. Ja, das war eine gute Idee. Die Farbe sieht sehr, sehr gut gemixt aus. Ich arbeite am liebsten wirklich mit einem Schwamm. Manchmal arbeite ich mir die Foundation mit einem Pinsel ein und blende die dann mit einem Schwamm aus. Aber größtenteils, ich mag es einfach am allerliebsten wirklich mit einem Schwämmchen zu arbeiten. Ich finde, für mich ist es einfach das schönste Ergebnis. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. So, ich blende mir die Foundation auch meinen Hals runter immer. Also egal, ob ich das Glitzer in meinem Dekolleté verwende oder nicht. Die Foundation muss immer meinen Hals runter und hier unten blende ich das Ganze dann aus und dann ziehe ich meistens das Glitzer noch nach oben, so ungefähr bis hier, dass es wirklich ein schöner Verlauf ist. So, die Foundation trage ich wirklich überall auf, also ich lasse da auch nichts aus, dass die wirklich überall einmal schön sitzt. So, vor allen Dingen ganz wichtig auch, dass ihr die Foundation an die Haarlinie aufgebt und in den Haaransatz reinblendet. Dass das wirklich ein schöner Übergang ist und nicht komisch aussieht. Was ich auch gerne mache ist, ich gebe mir manchmal über diese Linie, weil die immer heller ist als der Rest meines Körpers, ein bisschen Bronzer mit meinem Bronzerpinsel. Auch ganz wichtig zwischen den Augenbrauen. Und ich lasse meine Augenbrauen an sich immer aus. Früher bin ich da auch drüber gegangen, aber seitdem ich meine Augenbrauen meistens vorher schon hochkämme, lasse ich den Bereich halt aus und arbeite das so gut wie es geht ein. Aber übertreibe jetzt auch nicht. Dasselbe auch unter den Augenbrauen. So, und dann kommen wir auch schon zum Thema Concealer. Und zwar benutze ich entweder von LA Girl den Pro Concealer in der Farbe Porzellan oder den Concealer von Catrice, das Liquid Camouflage, in der Farbe 010, 020, kommt immer drauf an. Und zwar den LA Girl Pro Concealer, den liebe ich. Ich mag auch den Farbton sehr gerne. Ich glaube, ich müsste aber mal zu einem dunkleren wechseln, der ein bisschen dunkler ist, weil ich einfach ein bisschen brauner geworden bin. So, den Concealer trage ich mir einmal hier auf und arbeite mir den schön ein. Warum fange ich an, den schön in Anführungsstrichen aufzutragen? Liegt einfach daran, weil wir den gleich erstmal antrocknen lassen, bevor wir ihn ausblenden. Wichtiger Tipp, weil desto länger ihr euren Concealer so gesehen vorantrocknen lasst, desto besser ist die Haltbarkeit im Laufe des Tages und vor allen Dingen desto deckender ist der Concealer auch. Deswegen versuche ich wirklich an die Stelle, wo ich den Concealer auftrage, überall was aufzutragen. Hier hinten kommt auch Concealer hin. Hier unten habe ich momentan eine sehr starke Rötung und deswegen trage ich am Kinn auch immer was auf. Hier ist meistens allgemein bei mir ein bisschen roter, deswegen kommt hier immer was hin. Und halt hier, je nach Präferenz, wenn ich da zum Beispiel mal ein bisschen geröteter bin einen Tag. Und hier unten trage ich auch immer was auf. Einfach, dass die Mundwinkel so ein bisschen gelifteter und freundlicher aussehen. Und auf den Stirnbereich kommt auch noch Concealer.
Hier mache ich meistens so ein kleines Dreieck. So, und hier vorne kommt auch Concealer hin. Deswegen ziehe ich das hier noch so ein bisschen rein. Auf das komplette obere Lid mache ich das nicht, weil ich da meistens sowieso gleich nochmal lang arbeite wegen den Augenbrauen. Aber das ist so, wie ich meinen Concealer auftrage. Jetzt warten wir einen kurzen Moment. Könnt ihr anfangen, das Ganze einzuarbeiten. Ich fange dafür meistens an meinem Kinnbereich an und blende mir das Ganze aus. Und jetzt seht ihr auch, warum ich diesmal die Foundation ein bisschen dunkler gewählt habe, damit sich das einfach alles ein bisschen besser angleicht, weil sonst der Concealer meine Foundation natürlich auch viel heller zieht. Dann gehe ich hier oben einmal entlang und arbeite das mit tupfenden Bewegungen ein. Ich drücke auch nicht übertrieben feste, sondern mache das schon relativ sanft. Wische auch nicht. Also der einzige Bereich, wo ich zwischendurch immer mal wische, ist dieser hier, weil ich hier einfach versuche, das Produkt so gut es geht nach oben zu arbeiten und einzuarbeiten, ohne dass ich meine Augenbrauen so gesehen zerstöre. Dasselbe auf der Nase, schön sanft tupfen. Und dann gehe ich hier nochmal entlang und blende den Rest auch einmal aus. Um meinen Concealer auszublenden, fange ich meistens hier an, dass ich mir das Ganze hier von innen nach außen arbeite und das wirklich Stück für Stück und gehe dann hier nach oben. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Und ich arbeite mich wirklich Stück für Stück von außen nach innen vor. Manchmal, wenn ich keine Zeit habe, dann mache ich auch den hier, dass ich einfach innen anfange und das direkt nach außen arbeite. Ohne groß zu warten, dann schließe ich einmal mein Auge, gehe hier lang und ich arbeite nicht bis komplett unter die Augenbraue. Warum? Weil wir da gleich Concealer sowieso nochmal auftragen. Aber erst kommt mein Augenbrauen-Highlight und dann gehen wir mit Concealer da lang. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal kurz meine Augenbrauenroutine für euch weiter drehen und dann komme ich nämlich auch direkt wieder. Ich tupfe das wirklich ganz sanft aus. Ich bin auf gar keinen Fall irgendwie stark am Reiben oder irgendwas am Hin- und Herschieben, sondern ich tupfe das wirklich ganz, 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 ganz sanft. Und ich lasse mir dabei wirklich, wenn ich Zeit habe, auch wirklich Zeit. Mein Augenbrauen-Highlight habe ich gemacht. Ich habe jetzt so einen Inner-Corner-Highlighter dafür benutzt. Ihr könnt das Ganze aber auch mit Concealer machen. Deswegen habe ich gesagt, manchmal mache ich es mit Concealer, manchmal mache ich das mit dem Stift. Das kommt immer auf meine Präferenz an dem Tag drauf an. So, jetzt geht es mit der Foundation-Routine weiter. Dafür arbeite ich mir hier jetzt nochmal alles aus. Damit wirklich auch beim Lid auch alles schön verblendet ist. Gehe auch nochmal zwischen die Augenbrauen, hier oben entlang. Also ich tupfe wirklich relativ viel und relativ lange, bis meine Foundation so sitzt, wie ich es gerne hätte. Diese Angewohnheit habe ich schon immer gehabt und das ist auch der Step, der bei mir am längsten dauert, weil ich wirklich, ich will, dass das alles gesettet ist gleich, wisst ihr? So, dann gibt es zwei Puder, die ich gerne verwende. Und zwar das Brighten Up Powder von Essence. Ich liebe das. Oder das All Matte Powder bei Essence. Mag ich auch sehr gerne. Ich habe auch eine Zeit lang gerne das Revolution Translucent Puder benutzt. Das ist dieses hier. Mag ich auch richtig gerne. Und noch ein Tipp. Guckt bitte, bevor ihr Puder auftragt, so. Damit hier unten eure Fältchen nicht so aussehen. Guckt ihr so, geht mit dem Schwamm drüber und bleibt so, bevor ihr settet, damit keine Falte entsteht und ihr diese Falte settet. Ich werde heute das All Matte Fixing Powder benutzen und das mit dem Schwämmchen, wie gesagt, auftragen. Die erste Stelle, die ich auch immer fixiere, ist immer unter den Augen. Es ist so wichtig, dass ihr auch vorne den Powder Puff mit Produkt voll macht, damit ihr unters Auge kommt und auch wirklich diese kleinen Fine Lines fixiert bekommt. Hier gehe ich auch nochmal sanft drüber. Und hier oben auch.
So, auf dem Lied finde ich es nicht schlimm, wenn man da irgendwelche Linien sieht. Deswegen bin ich da jetzt nicht so super hyper vorsichtig wie unterm Auge. Aber fixiere trotzdem gut. Und ganz wichtig, auch hier nochmal vorne an den Schwamm und unter den Augenbrauen fixieren. Damit sich da nichts transferiert. So. Ich gehe überall dann mit dem Schwämmchen nochmal drüber. Nehme meinen Puderpinsel, gehe in das Puder und arbeite mir den Rest einfach ein. Mit dem Puderpinsel verblende ich halt wirklich das ganze Puder in meinem Gesicht, dass es ebenmäßig aussieht. Und seht ihr das, wie hell ich jetzt bin? Und deswegen bin ich so immer noch auf der Suche nach meinem perfekten Puder, was mich nicht so hell macht. Ich weiß, ich pudere auch viel ab. Ich weiß, dass es auch daran liegt. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Puder. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, was ich am liebsten mag an meiner Foundation-Routine. Und das ist natürlich Bronzer, Blush, der ganze Spaß. Und dafür nehme ich jetzt diesen Pinsel hier. Der ist übrigens von Catrice. Und die Palette von Kaya. Es gibt noch so eine Palette von Kaya, die habe ich auch hier. Die ist so ähnlich wie die von Yasmina Sisam, weil die ist ja nicht mehr vorrätig. Und zwar ist das diese hier. Die ist von den Bronzertönen eigentlich her wirklich fast gleich. Deswegen auf die werde ich switchen, sobald meine andere Palette leer ist. Und jetzt benutze ich aber noch die hier und gehe in den helleren Bronzerton und arbeite mir das Ganze einfach ein, wie ich sonst auch immer mache. Am Anfang sieht das meistens immer ein bisschen sehr viel aus bei mir, aber wir blenden das Ganze natürlich gleich auch noch aus. Ich trage meinen Bronzer immer einmal oben an meinem Stirnbereich auf, an meinen Schläfen und hier. Das ist, wie ich meinen Bronzer gerne mag. Dann trage ich meinen Bronzer hier unten drunter auf. Aber auch jetzt nicht übertrieben viel oder so. Das mache ich einfach mal nur, dass ich noch einmal reingehe, dass mein Hals halt wirklich ein bisschen brauner ist. Und was ich mache, ist, ich nehme den Rest, der an meinem Pinsel ist, oder dippe noch einmal kurz rein, wie ich es gerade gemacht habe. Und arbeite mir unter meiner Nase ein bisschen Bronzer. Und an den Seiten meiner Nase, so als Nasenkontur. Aber ich mache das wirklich jetzt nicht perfektionsmäßig, sondern wirklich einfach, dass in Mitte meines Gesichtes auch ein bisschen Farbe ist. Dann gehe ich in den dunkleren Bronzer rein und arbeite hier nochmal am äußeren Rand entlang und an meinen Wangen. So, wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir einen großen Puderpinsel, der ist jetzt von Catrice, auch aus einer Limited Edition. Und fange an, mir das alles hier einmal komplett auszublenden. Auch im Stirnbereich wieder. Dass wirklich alles schön verblendet ist. Ich weiß, für manche ist das ein bisschen zu harte Kontur. Ich will auch mal üben, wie es ist, wenn ich ein bisschen eine sanftere Kontur mache. Aber ich wollte euch ja jetzt meine normale Foundation-Routine abdrehen. Deswegen habe ich jetzt hier nichts zum Ausprobieren gemacht. Und das blende ich ganz gut aus. Was ich dann mache ist, ich gehe mit dem Rest, der an diesem Puderpinsel ist, über mein ganzes Gesicht. Auch unter den Augen, aber unter den Augen nicht so übertrieben viel. Ich mag das, wenn es da ein bisschen heller ist. Das war das Thema Bronzer. Jetzt ist das Ganze ausgeblendet. Und dann kommen wir zum Thema Blush. Und da benutze ich auch immer andere Produkte. Das erste, was ich benutze, ist einmal aus der Limited Edition von Essence aus 101 Dalmatiner. Die Farbe Thunderbolt. Das ist dieser Blushton hier, mag ich sehr gerne. Dann benutze ich von Nabla die Farbe Truth. Liebe ich. Und das war es eigentlich auch schon. Ansonsten, ich habe hier noch einen, den ich ausprobieren wollte, aber den habe ich noch nicht benutzt. Oder welchen ich auch zwischendurch immer dazu mische, momentan ist von Trinidad Powder Blush in der Farbe 080. Mag ich auch sehr gerne dazu mischen, aber nicht pur, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu pink. Deswegen gehe ich meistens immer in einen von denen rein. Ich nehme jetzt mal den von Nabla, weil ich weiß, dass der noch verfügbar ist. Der von Essence war ja, wie gesagt, leider eine Limited Edition. Und trage mir das Ganze hier auf. Ich benutze halt gerne Blush, der schon ist wie ein Highlighter. Das seht ihr auch gerade. Ich mag das halt sehr gerne, wenn das sehr am Glänzen ist. Ich weiß, das mögen manche nicht oder manchen steht es nicht oder die wollen das nicht, was auch immer. Deswegen, meine Blushes, die ich benutze, sind halt wirklich sehr, sehr glitzernd.
Bitte bedenkt das. Auch dieser hier, das ist halt eher ein Highlighter-Blush, aber ich liebe es. Und deswegen mische ich mir davon jetzt noch was rein. Der ist ein bisschen farbintensiver, deswegen mag ich den ganz gerne. Und bei Blush muss ich ehrlich gestehen, ich mische halt auch gerne. Ne? In der Farbe Rosy Rosewood, den würde ich gerne mal ausprobieren, weil der Farbton gefällt mir richtig gut. Seht ihr das? Der geht so in die Richtung, nur dass er, glaube ich, matt ist. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen viel. Der ist schön vom Ton her. Der ist sehr schön. So bleibt das Ganze natürlich nicht. Bei mir ist einfach Blenden Key, Leute. Egal ob bei Foundation, bei Puder, bei mir ist Blenden einfach Key. Und das blenden wir natürlich aus. So. Wenn ich das gemacht habe, kommen wir zum Highlighter. Und da benutze ich entweder zwei gemischt oder einen. Und den ich alleine benutze, ist die Farbe Privilege. Das ist so ein leicht Champagner-rosafarbener Highlighter. Seht ihr das? Der ist nicht so pur Gold. Den werde ich auch heute benutzen. Dafür nehme ich einfach so einen dicken Pinsel. Gehe hier rein und trage mir das hier auf. Ich trage das hier hinten auf. Ich trage das hier einmal auf. Ich liebe das hier. Ich brauche auch diesen Highlighter da. Hier gehe ich mit dem Rest immer entlang vom Pinsel. Und mit einem kleineren Lidschattenpinsel mache ich noch mein Nasenhighlight, indem ich einmal hier vorne entlang gehe und auf meinem Nasenrücken entlang gehe. Das blende ich einmal mit meinem Finger aus. Mache ich aber auch nicht immer. Kommt immer darauf an, ob ich es wirklich extrem möchte oder halt nicht. Und den Rest des Highlights blende ich auch wieder mit meinem Ausblendungspinsel aus. Was ich dann mache ist, ich gehe nochmal mit meinem Rougepinsel rein. Gehe hier nochmal lang. Und mit meinem Bronzerpinsel auch, um noch ein bisschen mehr Produkt aufzutragen. Und hier oben das nochmal ein bisschen anders auszublenden. Ja. Das ist der Highlighter, den ich, wie gesagt, gerne einzeln benutze. Und die ich gerne mische, ist die Farbe Ozon und Amnesia. Das kommt immer drauf an. Ich weiß nicht, im Sommer tendiere ich eher zu den Farben, im Winter eher zu dem, manchmal aber auch andersrum. Es kommt immer drauf an. Die Farbe Ozon ist halt sehr hell und die Farbe Amnesia ist mir ein bisschen zu goldig. Ihr seht das auch hier. Deswegen die Farbe Ozon kommt meistens immer auf meine Nase. Dann trage ich erst den auf und mit dem gehe ich drüber an den Wangen und den hier trage ich pur hier oben auf und der Rest am Pinsel, wie gesagt, immer unten am Kinnbereich. Ich mag es halt sehr, dieses Glowige, das ist aber auch Geschmackssache. Das ist meine Base, Leute. Also wie gesagt, Fixing Spray benutze ich jetzt sowieso noch. Da, Leute, entweder ihr benutzt pures Wasser, ihr könnt euch auch sowas hier holen, das ist super teuer, aber ich habe in dieser Bottle hier immer Wasser drin. Und wenn ich nichts anderes griffbereit habe oder auch im Urlaub bin, ich nehme immer das mit. Ich nehme kein teures Fixing Spray im Normalfall. Ich mache das jetzt für euch, aber das ist nichts, was ich brauche. Und den hier, also den All Nighter, mache ich gerne drauf, wenn ich weiß, ey, das muss den ganzen Tag halten und ich würde mir sonst gefühlt Haarspray ins Gesicht sprühen. Aber ansonsten, ich mache nichts anderes. Welchen ich gerne eine Zeit lang benutzt habe, ist der hier. Ich muss aber sagen, der geht so schnell bei mir leer und kostet fast 5 Euro und ich sehe das einfach nicht ein, wenn mit Wasser das alles genauso gut fixiert wird wie mit sowas. Deswegen dafür sehe ich auch nichts mehr ein auszugeben. Aber der hier von Catrice ist das. Der glitzert halt. Und ich muss sagen, ich mag das in meinem Gesicht. Ich werde den jetzt auch mal benutzen. Ich habe den lange nicht mehr benutzt. Wenn ich schon so eine Base-Routine für euch mache, können wir den auch mal benutzen. Und davon benutze ich echt viel. Ne? Also ich fixiere mal extrem. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich krieg's nicht gedrückt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach das Gefühl, desto mehr ich drauf mache, desto schöner wird meine Foundation dadurch. Und deswegen benutze ich auch so viel Fixing Spray. Ja, ich hätte ja jetzt auch meinen Vent hier anmachen können. Aber ich glaube, der Akku ist leer. Schade. Schade. Ja, das lasse ich jetzt noch antrocknen. Aber ihr seht schon, wie schön der Effekt davon ist. Also ich finde, meine Base kann sich definitiv sehen lassen und ich zoome euch jetzt nochmal rein, dass ihr das wirklich vom Nahen seht. So sieht meine Base aus, Leute. Also es ist gerade noch ein bisschen nass. Das trocknet ja noch.
Meine Linsen sind übrigens von Iced Out in der Farbe Caramel Charm. Ich werde die euch unten mal rein verlinken und mit dem Code Nessa10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Also falls ihr Interesse an so richtig tollen Linsen habt, schaut da mal vorbei. Das ist meine Base. I love it. Ich trage meine Base immer so. Ich liebe meine Base so. Ich weiß, für viele ist es viel zu viel Make-up. Viele mögen es, deswegen, ich kann nur sagen, entscheidet für euch selber, ob euch das gefällt oder nicht. Nehmt euch die Punkte raus, wo ihr sagt, so, ey, das würde ich gerne bei mir ausprobieren. Ihr müsst das nicht so machen, ihr könnt das so machen. Und bei mir ist halt wirklich der Key Fixing Spray. Dadurch sieht mein ganzes Gesicht einfach so viel mehr glowy, frischer aus, ohne dass es cakey aussieht. Ich liebe es einfach. Und auch wenn ich das hier im Spiegel sehe, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, nee, das ist zu viel. Bei mir ist wirklich dieses Trust the Process. Bei mir gibt es nichts anderes. Bei mir ist einfach Trust the Process und dann könnt ihr sagen, so, ey, gefällt mir nicht. Ich persönlich liebe meine Base-Routine und bin damit auch super happy und zufrieden. Und dementsprechend, falls ihr irgendwas davon nachmachen wollt oder nachmacht, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie es an euch gefallen hat, wie es euch allgemein gefällt. Und ja, Leute, ich hoffe, diese Base-Routine hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dann. Mwah.